Wir haben heute wahrscheinlich den mit Abstand unwichtigsten Tag der Handelswoche. Warum? Weil der Rest der Woche mit so vielen wichtigen Dingen, Tech-Zahlen, Fed-Sitzungen, Konjunkturdaten gespickt ist. Heute ist so ziemlich gar nichts, was offiziell auf dem Kalender steht. Dementsprechend heute der Volumina dünn. Und wir sehen, dass die großen Verliereraktien der Magnificent Seven, nämlich Tesla und Apple, zulegen können, während die Gewinner, die Magnificent Gewinner, wie eine Nvidia, wie eine Google, wie eine Meta vor den Zahlen zumindest heute unter Druck sind und eben nicht steigen können. Wir sehen also etwas, was man als Rotation bezeichnen könnte. Beides hat mit China zu tun. Tesla, da ist der Elöhne überraschend nach China geflogen. Und man hat wieder Hoffnungsträume und Visionen. Die Religionsgemeinschaft Tesla, die lange etwas depressiv und sehr schweigsam wirkte, die ist jetzt wieder angezündet und wird dann wieder bald erkalten. Apple hat den KI-Zug verpasst und ist nicht innovativ, hat aber jetzt Fürsprecher wieder bekommen. Also wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen, was da los ist. Wir starten mal mit dem, was man als Heatmap bezeichnet. Da sehen wir Microsoft im Minus, Apple deutlich im Plus, Google im Minus, Meta im Minus und so weiter und so fort. Und Tesla 14% im Plus oder 16% ändert sich je nachdem, wann man guckt. Ja, was ist denn da los? Warum ist die Aktie von Elöhne so super stark? Hier sehen wir zunächst mal, es handelt sich um die großen Verlierer. Tesla ganz unten, Apple weiter unten oder nicht ganz so weit unten, aber eben vorletzter. Die Tesla-Aktie ja zwischenzeitlich 40% im Minus seit Jahresbeginn. Dann kam der erste heiße Luftballon von Elöhne, dass man also diese Affordable Cars früher als ursprünglich gesagt oder angekündigt irgendwie durch ein mirakulöses Wunder dann auf den Markt bringen will. Alle schon wieder ganz high, ne? Da hat man ein bisschen viel konsumiert wieder in letzter Zeit und jetzt sehen wir den nächsten Rallye-Schub. Zu Apple kommen wir auch gleich noch, aber hier sehen wir mal den Elöhne. Also der ist überraschend nach China gereist, was ja schon mal praktisch super gut ist. Und man macht einen Baidu-Deal. Man hat einerseits offenkundig ein grünes Licht bekommen, dass man hier autonomes Fahren in China lizenzieren darf und wird dabei dann offenkundig Software von Baidu sich einkaufen müssen oder mieten müssen. Das wird ihnen auf jeden Fall Geld kosten. Die Tesla-Aktie massiv gestiegen, obwohl der Tesla-Konkurrent BYD heute die Umsatzerwartungen doch deutlich verfehlt hat. Und wir hier sehen eben in den USA Vorwürfe und Untersuchungen wegen hier autonomem Fahren in den USA. Peter Garnroy von der Saxo Bank bringt es auf den Punkt, Musk needs to change Tesla narrative. Und das versucht er ja immer, wir sind gar keine Autofirma, wir sind irgendwie mit KI irgendwas. Und die Religionsgemeinschaft Tesla sagt dann, er hat KI gesagt, wir sind gar keine Autofirma, auch wenn 80-90% der Umsätze eben mit Autos passieren. Ja gut, das ist eine eigenwillige Interpretation, aber Musk ist ein Vertriebsgenie, das muss man ihm lassen, ein Hoffnungsverkäufer. Und so hat er es wieder geschafft, Hoffnung zu schüren, nachdem die ganze Geschichte doch ziemlich stark Richtung Süden tendierte, vor allem seine Aktie. Und hier sehen wir mal diese extrem bullische Aktie in letzter Zeit, die ja jetzt wieder maßgeblich gestiegen ist, sodass Tesla auf dem Weg ist, zur global und galaktisch führenden Firma zu werden, wie wir alle wissen. Faktisch hat es eben Musk geschafft, durch diese Nebelkerzen oder durch diese Hoffnungselemente eben die Shortseller, die da offenkundig sehr stark drin waren, höchstes Short Interest seit 3 Jahren, zu verbrennen. Vieles sprach für einen Tesla-Short aus Sicht dieser Herrschaften und das kann trotzdem schief gehen, auch wenn man fundamental wahrscheinlich richtig liegt on the long run. Kurzfristig wird da eben dann gegrillt und jetzt haben viele YouTube-Kommentatoren gesagt, ja, der Fugmann und so weiter und so fort. Ich bin nicht short in Tesla, das ist mir zu riskant, weil eben ein solcher Elon Musk solche Luftballons dann aufblasen kann, die mit der Realität nichts zu tun haben, aber dennoch eben gekauft werden. Da halte ich mich raus. Übergeordnet ist die Aktie des oder wird große Schwierigkeiten haben. Einer der Gründe ist hier, wir sehen, wer ist denn führend?
in Sachen hier autonomem Fahren. Das sind ganz andere Firmen in China, und Huawei und XPeng zum Beispiel, die bieten den Autopilot kostenfrei an. Wie will Tesla dagegen ankommen? In einem Markt, der unfassbare Überkapazitäten hat, nämlich der chinesische Markt. Die Chinesen produzieren mindestens 30% mehr Autos, als sie in China selber verkaufen können. Deswegen bauen sie schon Schiffe, um ihre überschüssigen E-Fahrzeuge nach Europa zu transportieren. Das ist ein Preisgemetzel. Da ist Überangebot, sorgt für sinkende Preise. Wie Elon da Geld verdienen will, ist mir ein absolutes Rätsel. Tesla ist da ganz weit hinten offenkundig in der Technologie. Das ist das eine. Und wenn jetzt dieses autonome Fahren, wo alle wieder ganz heiß sind, ganz besoffen sind, wirklich so toll wäre, dann müsste man erwarten, dass die Firmen, die das anbieten, ja irgendwie hussieren, eine Rallye absolvieren, nämlich aus dem Bereich LiDAR, also Light Detection und Ranging. Und damit kann man eben Entfernungsmessungen machen zwischen Objekt und Fahrzeug. Das ist natürlich für autonomes Fahren die zentrale Technologie. Und jetzt schauen wir uns mal die großartigen Aktien aus diesem Bereich an. Da sieht man eine massive Hosse, meine Damen. Die schießen durch die Decke. Also Sie sehen an diesen Aktien, wie viel Zukunft da möglich ist. Ja, also wie golden diese Zukunft aussieht. Dementsprechend natürlich auch für Tesla, meine Damen und Herren. Es ist wirklich in Frage zu stellen, ob es in 5 Jahren noch andere Firmen als Tesla gibt. Ja, ich bezweifle das ganz ernsthaft. Und lange hat man auch gedacht, Apple wäre so diese total super tolle Firma, bis man festgestellt hat, dass seit dem Verschwinden des entscheidenden Inspirators, des Sterbens des entscheidenden Inspirators und seines Nachfolgers, dann Tim Cook, nicht mehr viel passiert ist. Jetzt die Apple Vision Pro, gemeint ist Apple Vision Pro, praktisch der nächste Flop. Aber man will irgendwas mit KI machen, hat man gesagt. Wir sind in Gesprächen mit OpenAI, irgendwas mit KI und so. Und dann hat man eben eine Empfehlung bekommen von Bernstein mit einer Begründung, die mich, also ich will nicht sagen, vor Lachen unter den Tisch gekegelt hat, aber es hat mich schwer amüsiert. Hier sagt man ja, also bei Apple, diese Rückgänge, man hat ja 19% weniger iPhones verkauft im ersten Quartal offenkundig als zuletzt und ist deutlich zurückgefallen am chinesischen Markt. Das sei ja zyklisch und nicht strukturell. Aha, da hat man also eine neue Art von Sophistik erfunden offenkundig. Zyklisch, nicht strukturell. Strukturell ist aber genau das Thema, das Apple hat. Warum? Weil die chinesische Führung den Chinesen, vor allem den Firmen, aber auch den Konsumenten klar macht, es ist nicht sexy, ein Apple-Phone zu haben, denn dann haben die Amerikaner die Daten. Das wollen wir nicht. Das ist einer der zentralen Gründe, warum man eben Huawei kauft oder Huawei. Noch dazu sind die technologisch offenkundig auch ein bisschen spritziger als eben das etwas gelahmte Apple. Also das ist natürlich strukturell. Es ist nicht schick mehr in China, sich ein iPhone zu kaufen. Es ist unpatriotisch in gewisser Weise. Und wenn das kein strukturelles Problem für Apple ist, dann weiß ich nicht, was strukturell bedeuten mag. Aber Schwarm drüber. Jedenfalls sehen wir, in der letzten Woche war ja Information Technology der große Treiber. Man hat so ein bisschen die KI-Euphorie wiederbeleben können mit den Aussagen von Google und Microsoft. Allerdings zeigt sich das dann in den harten Zahlen nicht, dass dadurch KI viel Umsätze passieren. Ich hatte es heute Morgen schon thematisiert. Und ja, dieser Wochenauftakt, der ist vergleichsweise unspektakulär. Anders als die nächsten Tage. Da bekommen wir nicht nur Amazon, AMD und vor allem Supermicrocomputer. Das wird für Nvidia dann sehr, sehr wichtig morgen. Also die Zahlen dann am Mittwoch, die FED-Sitzung, die JOLTS-Daten am Freitag, dann noch ISM, Non-Manufacturing und vor allem der große Arbeitsmarktbericht. 20% der S&P 500 Firmen werden berichten. Und natürlich die FED-Sitzung am Mittwoch, nachdem jetzt ja trotz einer schwächer werdenden Wirtschaft oder schwächeren Wirtschaftsdaten eben die Zinssenkungserwartungen deutlich gefallen sind. Und nachdem ja uns der Jeromy noch im Dezember versprochen hat, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, da sind damals dann hat man diesen Fed Pivot geglaubt, der war voreilig, weil wir gesehen haben, dass in den letzten Monaten die Inflation wieder deutlich angezogen ist, jedes Mal deutlich über den Erwartungen gelegen ist. Jetzt sehen wir,
dass dieser Pivot langsam wieder durch eine hawkischere Rhetorik, vor allem von Jerome Powell, ausgeglichen werden muss. Er hat das offenkundig falsch eingeschätzt, aber diese hawkische, diese dovische Rhetorik bei der Dezember-Sitzung hat dazu geführt, dass die Renditen gefallen sind. Das hat den Aktienmärkten geholfen. Und ja, Stocks tend to rally when the economy supports higher rates, also wenn es der Wirtschaft gut geht, dann kann man die Zinsanstiege verkraften. So zeigte hier diese Grafik. Aber das Problem ist, geht es der US-Wirtschaft wirklich so gut? Ich hatte heute Morgen schon gemacht, 43% der kleineren US-Unternehmen haben im April nicht pünktlich ihre Miete bezahlen können. Das ist ein horrender Wert und zeigt, wie doch die Zinsgeschichte sich durch die Wirtschaft frisst und eben die Schwächeren zunächst mal trifft, die schwächeren Unternehmen erstmal trifft. Hier sehen wir die 10-jährige Anleiherendite, die ja nach wie vor über 4,6% ist. Das hatten wir auch schon mal in vorherigen Jahren, 2007 etc. Damals aber waren die Aktienmärkte viel günstiger. Jetzt haben wir ein Price-Earnings-Ratio von um und bei 20. Das beißt sich dann ein bisschen eben mit den hohen Kapitalmarktzinsen. Und wir sehen diesen Optimismus in Sachen Wirtschaft. Recession worries are easing, also die Rezessionssorgen, die nehmen ab. Faktisch haben wir wahrscheinlich ein stagflationäres Szenario in den USA, also ein rückläufiges Wirtschaftswachstum, während die Inflation nach oben tendiert. Das ist auch der Grund, warum die Rohstoffe etwa relativ gut laufen. Und wenn wir nochmal zu den Aktienmärkten kommen, sehen wir, dass selbst bei Unternehmen, die besser berichtet haben, jetzt mal mit Ausnahme vielleicht von Google oder Alphabet, sehen wir, dass die Aktien dieser Unternehmen relativ moderat reagieren. Das ist jetzt nicht ein Ausweis eines komplett ausgewachsenen, starken Bullenmarktes aus meiner Sicht. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wenn die Unternehmen enttäuschen, richtig abverkauft werden. Das ist das Muster, das wir in der bisherigen Berichtssaison sehen. Und vor allem, es haben sich Hedgefonds eingekauft. Die sind jetzt über beide Ohren in Tech Long, wie Daten von Goldman Sachs zeigen. Also das wird interessant sein, wann die sagen, okay, jetzt ist genug, jetzt gehen wir wieder raus. Es gibt wahrscheinlich interessantere Aktien jetzt als die großen Tech-Aktien, nämlich diejenigen, die Goldman Sachs mal hier rausgefunden hat, die heimlichen KI-Stars. Und das hat damit zu tun, dass natürlich der Stromverbrauch durch diese Datencenter, die man jetzt massenweise baut, massiv nach oben gehen wird. Wer wird also profitieren? Diejenigen, die Strom anbieten, denn dieser Strom muss diese Datencenter antreiben. Interessante Analyse, die ich Ihnen dann noch als Artikelempfehlung gleich zeigen werde. Wir hatten heute Nacht ja diese offenkundige Intervention bei Dollar-Yen. Nachdem der Yen oder Dollar-Yen auf über 160 gestiegen ist, ist den Japanern an einem Feiertag der japanischen Notenbank die Muffe gegangen, haben massiv interveniert, Dollar-Yen dann deutlich nach unten. Das kann man so lange machen, wie man eben noch Dollars hat, also wie man sozusagen Fremdreserven hat. Wenn die aufgebraucht sind, dann ist nichts mehr mit Intervention. Das ist ein hochriskantes Spiel, das die Bank of Japan hier betreibt, latent inflationär. MMT-Produkte letztendlich, und hier haben wir, wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, Inflationszahlen bekommen, Anstieg von 0,5% oder 0,6% harmonisiert. Das ist praktisch die europäische Berechnungsweise der Inflation, also schon ein ziemlich großer Schluck aus der Schnapspulle, könnte man sagen. Wir sehen Nahrung wieder positiv, also inflationspositiv, steigt also wieder im Preis. Wir sehen, dass die Güterinflation ein bisschen steigt. Und Energie jetzt nicht mehr so viel, oder die Energiepreise jetzt nicht mehr so deflationär wirken, wie sie es lange getan haben, interessanterweise. Und auch interessant ist, dass offenkundig die Steuereinnahmen der Bundesrepublik jetzt nach unten gehen. Da sehen wir die Folgen der durchaus politisch offenkundig angetriebenen Deindustrialisierung. Wenn ich Strom politisch gewollt teurer mache, muss ich mich nicht wundern, wenn Firmen, die viel Strom brauchen, sich dann sagen, naja, dann treffen wir Investitionsentscheidungen und die sind nicht hier. Die Folgen sehen wir hier. Die Folgen werden wir später noch dann mit Arbeitsplätzen für unseren Sozialstaat erleben. Hier sehen wir, dass eben diese Politik der Bundesregierung von Habeck vor allem mit dieser planwirtschaftlichen Vision, das und das wollen wir,
Und das und das und dann die Nachteile für die Industrie, die werden wir durch Subventionen wieder ausgleichen. Das ist letztendlich wieder Steuergeld. Das kann und wird nicht funktionieren. Und wir sehen hier, die deutsche Industrie ist diejenige, die am schwächsten auf der Brust ist, was die Wachstumsraten respektive die Schrumpfung betrifft. Es gibt kein entwickeltes Land oder auch weniger entwickeltes Land, das so schwache Zahlen liefert wie Deutschland. Kein Zufall, sondern die Folge von Versäumnissen schon unter der Merkel-Ära zugegeben. Aber die Koalition, die Große Koalition respektive die Ampelkoalition, genauer gesagt, die hat es auch nicht wirklich besser gemacht. Zwei Empfehlungen zum Schluss, meine Damen und Herren. Die Frage lautet nicht mehr wann, sondern ob die Zinsen überhaupt sinken. Das ist jetzt wahrscheinlich der zentrale Punkt. Erste Artikelempfehlung, gerne weiter teilen durch Social Media, diese Button, die Sie da oben sehen. Und das ist das, was ich Ihnen versprochen hatte. Schauen Sie sich mal die Unternehmen an, die vielleicht von diesen Datencentern, die massenhaft errichtet werden, wirklich nachhaltig profitieren. So wie Nvidia als Schaufelverkäufer bei den Goldsuchern immer gefragt ist erstmal. So werden auch diese Firmen profitieren, während die Goldsucher selber wahrscheinlich Verluste machen mit ihrer Euphorie, mit ihrer Hoffnung, mit KI dann das große Geld zu verdienen, zumindest im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.